Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 34, jährliches Sommerfest für Flüchtlinge und Unterstützerkreise Die Linke und einem Änderungsantrag der FDP vom 21. Juni dazu. Frau Dr. Knorr, Entschuldigung, das ist manchmal mit dem Arm, wenn er sich auf das Helle hebt, ein bisschen schwer zu sehen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Olli, ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich bin etwas erstaunt, dass unser Antrag der Fraktion Die Linke hier im Kreistag zum Thema Kreisflüchtlingstag nicht auf breite Gegenliebe stößt, wo doch so viel für die Flüchtlinge hier getan wird. Und deshalb möchte ich zu unserem Antrag Stellung nehmen. Seit Jahren ist es eine gewachsene Institution, die Senioren des Landkreises alljährlich im Frühjahr zu dem sogenannten Kreisseniorentag einzuladen auf den Sensenstein, um mit ihnen zu feiern und sie zu bewirten und auch um sie aus möglicherweise oft tristen Umgebungen, zum Beispiel alten Pflegeheimen, rauszuholen. Ein etwas ähnliches Projekt haben wir uns als Fraktion für die im Landkreis lebenden Flüchtlinge und Asylsuchenden vorgestellt, um ihnen und ihren Familien als Zeichen der Willkommenskultur ein Fest auszurichten, welches ihnen Freude beim Einleben in der neuen Umgebung bringen soll. Hierzu möchten wir auch die vielen Unterstützerkreise einbeziehen. Und das zwar nicht deshalb, damit die Leute, die ohnehin schon viel zu tun haben, dort auch noch helfen, sondern eben auch mal gefeiert werden und ihnen ein Zeichen der Wertschätzung zu geben. Zugegebenermaßen ist die Bezeichnung Kreisflüchtlingstag etwas provokativ gewählt. Das haben wir bewusst gemacht. Man könnte eine Veranstaltung auch in diesem Rahmen Tag der internationalen Begegnung nennen. Über ein solches Vorgehen könnte man noch mal verhandeln. Ein solches Fest wäre dann auch für alle offen. So ein Flüchtlingstag natürlich auch. Nun war aber der Tenor in den Ausschussverhandlungen, dass ja etliche solcher Feste bereits existieren, auf kommunaler Ebene und so weiter und auch weiterhin angeboten werden. Das wissen wir, das haben wir gelesen und ist ja, allseits bekannt. Aber ich finde, dass dies nicht in einem Widerspruch steht zu einem Kreisflüchtlingstag, zu einem großen zentralen Fest. Man kann doch beides tun. Das eine kann man tun, ohne das andere zu lassen. Auch die Meinung, dass ein zentral im Kreis ausgerichtetes Fest der Integration eher hinderlich als förderlich ist, ist doch letztlich bloß eine These. Wer sagt das? Wo ist die Grundlage dieser Argumentation? Und wer entscheidet das, was hinderlich und förderlich ist für die Integration? Ja? Und die Tatsache, dass die vielen ehrenamtlichen Mitglieder der Unterstützerkreise, wie man so schön sagt, unter einem hohen Workflow leiden, können wir nachvollziehen. Aber wer von uns tut das nicht? Ja? Und dass Feste am Wohnort die Integration fördern, ist keine Frage. Aber nochmal, dass der Kreisflüchtlingstag diese Integration behindern würde, das scheint uns wenig logisch. Und in diesem Zusammenhang sei auch an die Anfänge des Hessentags erinnert. Auch er diente initial der Integration der neuen Mitbürger und wird bis heute gefeiert, und zwar fast ausschließlich kommerziell. Auch wenn etliche sachliche Argumente aufgeführt wurden in den Ausschusssitzungen, die sich gegen diesen Kreisflüchtlingstag richten, so ziehen wir unseren Antrag nicht zurück, bewusst nicht. Wir stellen keine Anträge, um sie dann vorher zurückzuziehen. Und vielleicht überdenken Sie auch noch mal Ihre Meinung, insbesondere richte ich mich jetzt an die lieben Kollegen der SPD. Im Punkt Flüchtlingspolitik sind wir doch oft einer Meinung und der Antrag ist nicht nur gut gemeint, ich denke, er ist auch gut zu machen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das Wort hat jetzt Oliver Uhlert. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Vorsitzender, eins würde ich gerne heute als Wunsch, bevor ich zu dem Thema was sage, äußern. Ich wünsche mir, dass wir das, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben, wenn es um Flüchtlinge geht, und zwar sachlich zu diskutieren, dass wir das weiterführen. Das ist ein Wunsch, den ich in alle Richtungen dieses Hauses jetzt an dieser Stelle aussprechen möchte.
Und wir können nämlich als Kreistag stolz darauf sein, was wir die letzten 5 Jahre gemacht haben. Und da kann man nur sagen, weiter so. Und wenn man dankt, darf man es hier an der Stelle sicherlich auch nicht zu kurz kommen lassen. Wir müssen allen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises für diese Willkommenskultur danken, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir müssen den Vereinen, den Verbänden, den Kirchen, den Ausländerbeiräten, aber auch der Verwaltung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken für ihren Einsatz, die das möglich gemacht haben, was hier in den letzten Jahren stattfand. Und das ist super. Und ich glaube, dass es Flüchtlinge sicherlich schlechter treffen kann, als bei uns hier im Landkreis zu landen. Und insofern ist das schon mal sehr positiv. Jetzt zu dem Antrag. Die Idee, Frau Dr. Knoche, die ist positiv. Das war auch etwas, was wir in der Ausschusssitzung gesagt haben. Der Ansatz ist positiv. Wir glauben als SPD nur schlicht und ergreifend, dass der Erfolg, der ja am Ende in einer Form von Integration zu messen ist, bei dieser Stelle oder an dieser Stelle möglicherweise nicht entsteht. Und ich glaube, dass auch der Vergleich mit dem Kreis Seniorentag etwas hinkt. Es gibt da mehrere Aspekte, die ich jetzt gerne nochmal ansprechen möchte. Zum einen glaube ich, und das kann man hier ganz offen sagen, die Seniorinnen und Senioren, die sind alle integriert, aber weniger mobil. Das ist für die also eine dankbare Sache, dass sowas eben vom Kreis organisiert wird und dass sowas stattfindet. Und das ist sehr, sehr wichtig für unsere Seniorinnen und Senioren. Bei den Flüchtlingen ist es genau andersrum. Die sind eben zu größtenteils integrationswillig und möchten gerne hier ankommen, aber sie sind sehr mobil. Also die haben da kein Problem, zum Sensenstein zu kommen. Der nächste Aspekt ist, dass es relativ schwierig ist, den Flüchtlingen zu erklären, was dieser Landkreis Kassel, diese Körperschaft überhaupt ist. Also wenn ich jetzt hier den Herrn Lengemann anschaue und müsste jemanden erklären, was der so täglich macht, dann fällt das leicht und wird schnell verstanden. Wenn ich das bei einem Landrat Uwe Schmidt erklären soll, dann dauert das meist etwas länger. Also die Frage, Landkreis und dieses Gebilde zu erklären, das ist schwierig. Es ist im Internationalen in vielen Ländern relativ schwierig, weil es da solche Formen und Strukturen einfach nicht gibt. Und das müssen wir eben sehen. Also Identität mit einem Landkreis ist sicherlich schwerer erklärt, als wenn es um einen Ort geht, ich sage mal Baunatal. Das kann man viel besser nachvollziehbar machen. Integration findet also vor Ort statt und das findet schon eben statt. Und zwar sehr intensiv in allen Ecken. Ich glaube, alle 41 Unterkünfte haben tolle und gut funktionierende Unterstützerkreise. Also da funktioniert viel, die Vereine machen auch entsprechend mit. Und ich glaube daher, dass das das Wesentliche ist, wenn es um Integration geht. Das Thema Belastung der Ehrenamtlichen, das haben Sie auch eben angesprochen, Frau Dr. Knoche, das muss ich jetzt ein bisschen relativieren. Das ist tatsächlich so, dass die sehr, sehr stark integriert sind in der Arbeit und haben einen Workflow, der richtig hoch ist. Und das Spannende ist, die sind alle noch berufstätig. Also die haben deshalb sicherlich irgendwo auch einen Punkt, wo wir auch eine gewisse Verantwortung haben, das nicht zu überziehen. Danksagen können wir und das tun wir. Und das tun wir sehr oft und das ist auch richtig so, aber das sind eigentlich Menschen vom Charakter, die gar nicht jeden Tag Danke hören wollen. Die wissen, was sie tun und die brauchen nicht dafür so ein Fest. Es gibt den Integrationscup, das hat der Herr Bosdoğan heute Morgen schon angesprochen. Dieser Integrationscup hat im Grunde so eine Wirkung, dass sich eben Flüchtlinge aus verschiedenen Bereichen des Landkreises treffen. Da ist es aber ein anderer Ansatz, da ist es der Sport und wir wissen alle, wie sehr Fußball anziehend ist. Das merken wir jetzt im Moment ja auch wieder während der EM. Und daher gibt es schon sozusagen eine Veranstaltung kreisweit, wo doch sehr, sehr viele Flüchtlinge dran teilnehmen. Und was man auch hier ganz offen aussprechen muss, das kostet richtig Geld und nicht wenig. Und ich glaube auch, dass viele der Unterstützerinnen und Unterstützer sich bei der Verwendung solcher Geldmittel in dieser Größenordnung freuen würden, wenn das anders verwandt wird als für einen Tag, der dann relativ schnell auch wieder verpufft. Ja, wir haben jetzt noch keine Einbringung des Änderungsantrages der FDP. Ich würde aber, weil er ja schon länger vorliegt, auch hier kurz darauf eingehen wollen. Es gibt
Und Sie werden das ja sicherlich gleich sagen. Es gibt das, was Sie zu Punkt 1 schildern, das gibt es schon, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben in beispielsweise, Herr Lind, in Holzhausen ein ganz fantastisches Fest erlebt, ein ganz fantastisches Fest, wo Flüchtlinge und Unterstützerinnen und Unterstützer zusammen gefeiert haben. Also das war ein eher familiärer Charme, was dort stattfand, als ein Tag der offenen Tür. Und ich glaube, dieser familiäre Charme, der ist wesentlich schöner und da sollten wir gar nicht erst versuchen, als Kreis dazwischen zu gehen. Es gibt eben Momente, da braucht eine herzliche Aufnahme keinen Integrationsbeauftragten. Da braucht es die Bürgerinnen und Bürger und da wird auch keiner dazwischen passen. Was das mit den Geldmitteln betrifft, was Sie da nachfordern, das ist eben genauso etwas, wo ich sage, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer sehr, sehr gerne den Kuchen mitbringen. Die brauchen da keine Geldmittel. Ob das ein einfaches Antragsverfahren ist oder eben nicht, die werden das nicht beantragen, weil die sagen, ich bringe den gerne mit, diesen Kuchen, und freue mich, wenn der schmeckt. Und auch unter den Flüchtlingen, das darf man auch nicht unterschätzen, all die, die in den Einrichtungen aktiv sind, wissen das, wenn da gekocht wird, ist immer für sie und mich was übrig. Die brauchen das nicht. Und die sind viel dankbarer darüber, wenn sie die Möglichkeit haben, wirklich aus ihren eigenen Mitteln auch Danke zu sagen. Und wenn wir dann im nächsten Schritt sagen, wir wollen ihnen jetzt da das zurückerstatten oder einem Unterstützerkreis, dann kriegt das wieder den anderen Touch. Und daher würden wir auch Ihrem Antrag nicht zustimmen. Danke. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Kohlweg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor ich mich in der AfD engagiert habe, dachte ich, etwas naiv, die Linke, Herr Knoche, sei eine soziale Partei. Eine Partei, die Gerechtigkeit schaffen will und den Schwächeren in unserer Gesellschaft eine Stimme gibt. Was wir als AfD derzeit erleben, ist genau das Gegenteil und wird von uns schärfstens verurteilt. In Ihrem Antrag fordern Sie einen sogenannten Kreisflüchtlingstag. Besser wäre wohl ein Kreisleistungsempfängertag, einen Tag also, an welchem alle Flüchtlinge, Asylbewerber, Wirtschaftsmigranten, Flüchtlingshelfer zusammenkommen und auf Kosten des Landkreises Kassel in Saus und Braus feiern. Gibt es eigentlich etwas Unsozialeres, etwas Ungleicheres, als wieder einmal einer Minderheit eine Bühne zu geben, sich zu präsentieren, für sich zu werben und Vorzüge zu genießen? Was ist mit jährlichen Sommerfesten für weitere Grüppchen? Wenn wir anfangen, für alles und jeden Sommerfeste zu veranstalten, dann will ich Sie, Herrn Knoche, aber auch bitte als Organisator und Geldgeber sehen. Denn was Sie privat veranstalten, das ist Ihr Anliegen, jedoch nicht das des Landkreises Kassel. Wie können Sie denn als Linke darüber hinaus in Zeiten von steigenden Kriminalitätszahlen, belegbar in Zeiten von vermehrten Angriffen auf Frauen, wie in Kassel neulich erst erlebt und durch Anträge jetzt derzeit in Bearbeitung, in Zeiten von einer überfüllten JVA-Kassel ernsthaft auf die Idee kommen, diese Masseneinwanderung noch zu feiern? Für uns zeugt das von absolutem Realitätsverlust. Und genau das haben Sie vorhin auch mit Ihrer Rede gezeigt. Zu alledem kommt hinzu, dass wir bei der Aufnahme von Asylbewerbern über einen temporären Schutz diskutieren. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zwar schlägt der Gedanke der Integrationsförderung durch eine Segregationsveranstaltung wie diese sowieso völlig fehl, doch müssen wir uns ganz grundlegend fragen, warum wir Asylbewerbern, die zu nahe 60-70% sowieso kein Recht auf dauerhafte Bleibe haben, in unsere Gesellschaft inkludieren wollen. Sie, liebe Linke, wollen das. Wir als drittstärkste Fraktion im Landkreis Kassel lehnen das ab, denn Sie untergraben damit das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, während die AfD für selbiges einsteht. Ebenso wie den Antrag der Linken lehnen wir den Antrag der FDP-Fraktion ab, Tage der offenen Tür im Landkreis Kassel in den Unterkünften durchzuführen. Die AfD erteilt bei der Parteiarbeit weder noch keine Blankochecks und ein Landkreis, der primär seinen steuerzahlenden Bürgern verpflichtet ist, sollte dies erst recht nicht tun. Lassen Sie mich noch mit einer Bemerkung an die Fraktion der Linken abschließen. Sie fordern, dass wir also jährlich einen Kreisflüchtlingstag veranstalten sollen. Was aber, wenn gar keine Flüchtlinge mehr da sind? Vielen Dank. Ja, danke. Das Wort hat jetzt Björn Sänger.
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, schade eigentlich, dass wir die Wahl der Vorschlagsliste für den Hessischen Verwaltungsgerichtshof nicht noch vor uns haben. Denn jetzt dürfte es ja klar sein. Ja, die Idee haben wir, also die hinter dem Antrag der Linken steht, haben wir für an sich ganz gut befunden, dass man Gelegenheiten schafft, dass sich Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit den Flüchtlingen treffen und auch gemeinsam den Unterstützerkreisen ein Stück weit Danke sagen. Und dann haben wir im Vorfeld aus den Ausschussberatungen gewissermaßen so ein bisschen rausgehört, dass das möglicherweise mit so einem Kreisflüchtlingstag, den man da plant, auf dem Sensenstein oder in Würgersen, nicht Würgersen, Wilmersen, Würgersen ist ein bisschen weiter hinten. Das war ein Freudscher. Ja. Alles ist aber alles da irgendwo am Fluss gelegen. Dass das möglicherweise hier keine Mehrheit finden könnte. Und da war unser Ansatz zu sagen, Mensch, wie kann man das denn, diese an sich gar nicht so schlechte Idee aufgreifen und vielleicht einen Kompromissvorschlag anbieten, dass man sagt, eigentlich ein bisschen komisch, wenn man das zentral organisiert, weil da kommen die Flüchtlinge, die werden da hingefahren mit dem Bus, da sind die Unterstützer dabei. Da ist vielleicht auch der eine oder andere hier aus dem Kreis zugegen, weil er eine Einladung hat und sich verpflichtet fühlt, dann auch hinzugehen. Aber so ein richtiger Austausch kann da eigentlich nicht stattfinden, wie es eigentlich gewünscht ist. Und da war die Idee, okay, machen wir es doch in irgendeiner Art und Weise vielleicht dezentral. Wohl wissend, auch aus den Ausschussberatungen vor selber, dass das natürlich auch stattfindet und dass da viel Eigeninitiative es gibt, logischerweise, und dass niemand daran gehindert wird, wenn er denn so ein Fest in seiner Einrichtung mit seinen Unterstützern und Freunden plant, das auch durchzuführen und das am Ende auch an den finanziellen Mitteln mit Sicherheit nicht scheitern wird. Gleichwohl, wenn man es nochmal aufschreibt, die gängige Praxis und das gewissermaßen in Bahnen lenkt, ist das hier vielleicht auch nicht so schlecht. Insofern fänden wir es schade, wenn man überlegt, welches Signal dann sozusagen möglicherweise auch nach außen gesendet wird, weil nicht jeder ist so tief in der Thematik auch drin, dass er weiß, dass das im Grunde genommen alles schon vom Kreis auch entsprechend unterstützt wird. Wenn man jetzt hier sagt, wir lehnen solche Initiativen ab, vielleicht gibt das ein falsches Signal oder kein Signal, was wir eigentlich senden wollen. Insofern bitte ich doch darüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht doch so einen Kompromissvorschlag, wohl wissend, dass das alles schon gängige Praxis ist, hier an der Stelle auch unterstützen kann. Vielen Dank. Dankeschön. Das Wort hat jetzt Frau Dr. Masowski. Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, vorab Herr Kohlweg, ich möchte auf Ihren Beitrag nicht weiter eingehen, aber mir fehlen die Worte, um das auszudrücken, was mich beim Zuhören bewegt hat. Nur eines. Nur eines. Es ist die klassische Form des Fremdschämens bei mir eingetreten. So, jetzt noch zum Hauptthema. Wir werden den Antrag von den Linken ablehnen. Nicht, weil wir ihn im Grundsatz erkennen, dass das, was Sie damit meinen und bewegen wollen, was Positives ist. Aber gerade der Beitrag mit dem Seniorennachmittag hat deutlich gemacht, dass es so nicht funktioniert. Und wer mal auf dem Seniorennachmittag war, der weiß, dass da in 4 Tagen insgesamt, ich glaube, 4.000 ältere Menschen sind. Die sitzen alle an dem Tisch in ihrer Gemeinde mit den Nachbarn, die sie auch kennen, und keiner geht aus Habichtswald mal zu einem aus Kaufungen oder zu einem aus Hofgeismar, es sei denn, er kennt ihn. Das heißt, die bleiben unter sich
Und die wollen auch in dieser Gruppierung bleiben. Das, was man mit diesem gemeinsamen Tag aber von den Linken eigentlich will, ist genau das Gegenteil, dass sich was vermischt und dass Gespräche auch mit anderen stattfinden. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Diese regionale Vernetzung, die man damit will, die besteht aber bereits jetzt. Soweit sowohl unter den Flüchtlingen als auch unter den Unterstützerkreisen. Und der Landkreis macht hier dabei eine sehr, sehr gute und vorbildliche Arbeit, die an keiner Stelle in irgendeiner Form kritisiert werden kann und sollte. Wenn ich das aus der Sicht der Ehrenamtlichen mal betrachte, dann wäre ein solcher Tag eine zusätzliche Belastung, nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich. Und ich denke, die sind jetzt mit dem, was sie tun, schon weit über die Gebühr belastet. Ich möchte aber an dieser Stelle auch Danke sagen. Danke, dass der vorgeschlagene Weg, den der Landkreis geht, uneingeschränkt unsere aller Zustimmung teilt. Und die Flüchtlinge selber, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, der Olat hat das eben auch schon deutlich gemacht, die zeigen uns hier, was Gastfreundschaftlichkeit bedeutet. Die zeigen uns, was Gemeinsamkeit bedeutet. Die zeigen uns, was Zusammengehörigkeitsgefühl bedeutet. Da sind wir in vielen deutschen Familien noch weit davon entfernt. Den FDP-Antrag, der beantragt etwas, was es jetzt schon gibt. Aus diesem Grunde werden wir auch diesem Antrag nicht zustimmen, weil ich denke, es macht keinen Sinn, etwas Bestehendes noch mal hier zu beschließen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Dr. Klaassen. Bitte schön. Während er zum Rednerpult schreitet, darf ich noch darauf aufmerksam machen, dass sich noch einige Anwesende nicht in die Anwesenheitsliste eingetragen haben. Noch ist Gelegenheit dazu. Und bitte daneben auf der Liste auch noch quittieren, dass das entsprechende Formblatt erhalten worden ist. Bitte schön, Herr Dr. Klaassen. Danke. Also einiges wurde von meinen Vorrednern schon gesagt. Auch die Frau Selbert hat bereits mal dargestellt, dass Senioren sehr integriert sind in ihrem Wohnbereich, aber wenig mobil. Da macht es also Sinn, die in einem zentralen Fest zusammenzuführen, um die Mobilität zu gewährleisten und den Austausch mit anderen Senioren. Im Gegensatz dazu sind die Asylbewerber, und in dem Zusammenhang bitte ich doch, die deutsche Sprache ist eine ziemlich feine und korrekte, zwischen Flüchtlingen und Asylbewerbern zu differenzieren. Die Asylbewerber, meistens junge Leute oder Familien, die sind in der Regel sehr mobil, allerdings wenig integriert. Und da es da große Differenzen zwischen den einzelnen Gruppierungen auch unter den Asylbewerbern gibt, die sich gegenseitig in Erstaufnahmelagern teilweise die Köpfe einschlagen, davon also die auch noch zusammenzuführen in einem gemeinsamen Fest, da halte ich wenig von. Diese Leute sind in der Regel wenig integriert, aber sehr mobil. Und wenn eine Integration stattzufinden hat, dann hat die vor Ort in den Wohngemeinden zu geschehen. Und das scheint im Landkreis Kassel ja auch ganz gut zu funktionieren. Also eine Integration, wenn, dann am Wohnort. Und nochmal, also irgendetwas in mir wehrt sich dagegen, unsere Senioren, die hier aufgewachsen sind, die ihr Leben lang hier gelebt, gearbeitet haben, gleichzusetzen mit Asylbewerbern. Das sind noch nicht mal anerkannte Flüchtlinge, sondern Asylbewerber, um die es hier geht. Alles andere, was da eigentlich noch zu sagen wäre zu dieser Thematik, das haben meine Vorredner schon gesagt. Das war jetzt praktisch nur eine Ergänzung. Aber als ich dieses vorbereitet habe, wusste ich natürlich nicht, was meine Vorredner zu dieser Geschichte sagen würden. Dankeschön. Danke, Herr Borschel, bitteschön. Herr Vorsteher, meine sehr verehrten Damen und Herren, manchmal ist es gut, wenn sich dann so ein bisschen die Aufregung gelegt hat nach der Rede von Herrn Kohlweg. Und mir ging es ähnlich wie Ihnen, muss ich sagen. Ich fand es gut, dass zwei dazwischen geredet haben, weil sonst wäre vielleicht mein Kommentar ein bisschen bissiger ausgefallen. Ich werde ihn auch nicht weiter beleuchten oder kommentieren, nur eins.
fremdenfeindliche, manche würden hier im Hause wahrscheinlich auch sagen, rassistische Äußerungen gehören nicht in dieses Haus. Das ist der eine Satz. Und der zweite Satz, ich möchte Ihnen nicht zu viel Ehre angedeihen lassen, mit den Äußerungen haben Sie sich auch selber diskreditiert, das muss ich auch mal dazu sagen. Jetzt zum Inhalt. Ich würde gerne mit zwei Fragen beginnen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen in jüngster Zeit in einer der GU-Unterkünfte mal war. Erste Frage. Ich weiß nicht, wer von uns 80 Abgeordneten, die wir heute, glaube ich, hier sind, sich ehrenamtlich in einer dieser Einrichtungen persönlich engagiert. Und zwar regelmäßig. Ich stehe hier als Vertreter einer Gruppierung von Ehrenamtlichen in Baunatal, die in der Gemeinschaftsunterkunft Herdingshausen in dem letzten halben Jahr in 5 Arbeitsgruppen arbeiten und dort die Menschen näher kennenlernen. Wir reden nämlich nicht anonym über Personen wie Flüchtlinge oder Wirtschaftsflüchtlinge oder Asylsuchende, sondern wir reden dort vor Ort dezidiert über einzelne Personen. Und Sie werden das Glück haben, zumindest einer von Ihrer Fraktion, wenn er im Sozialausschuss ist, dass er mal solche Unterkünfte vielleicht auch besuchen wird, wenn sich der Ausschuss dazu durchringt. Und auf den Multiplikatoreffekt bei Ihnen bin ich gespannt. Was ich damit sagen möchte, ist, es lässt sich immer sehr leicht anonym über eine Gruppierung äußern, aber wenn Sie die Personen persönlich kennenlernen und sie darin begleiten, wie es ist, wenn sie zum Beispiel als Praktikanten versuchen, Praktikumsplätze zu bekommen, wenn sie versuchen, in das Arbeitsleben bei uns integriert werden, dann können sie dezidierter Auskunft darüber geben, was eigentlich das Problem ist. Und jetzt komme ich zum Inhalt der Anträge zurück. Die Anträge sind gezeichnet, beide sage ich mal so, auch in Richtung Linke, von guten Absichten. Aber es gibt ein Sprichwort, gut gemeint ist der kleine Bruder von schlecht gemacht. Also die guten Absichten sprechen wir Ihnen beiden nicht ab. Aber wir denken, man sollte genau beleuchten, was hilft den Betroffenen, und damit meine ich sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Unterkünfte, in ihrem täglichen Leben. Und da bin ich bei dem Kollegen Ulott, danke dafür, weil es nämlich genau darum geht. Es geht darum, dass Identität nur dort geschaffen wird, wo es kleine Einheiten sind, gerade für Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich nämlich selber 9 Jahre im Ausland gelebt habe. Und das Zweite ist, es geht darum, dass sie in ihrem täglichen Leben bestärkt werden mit dem, was sie machen. Und deshalb haben wir eine gemeinsame Linie, Herr Ulott. Inhaltlich, parteiübergreifend. Nun zu den Anträgen selbst. Wir Grüne haben, wie gesagt, gute Absichten in beiden Anträgen gesehen. Aber wir denken, wenn überhaupt, dann hilft es, dem Antrag der FDP zu folgen, wo es darum geht, Tage der offenen Tür zu tätigen in den Einkünften, in den Unterkünften, Entschuldigung. Es geht aber nicht nur darum, dass man das finanziell begleitet, sondern, ich komme jetzt auf den Antrag zurück, unter Punkt 1, letzter Satz, wenn ich darf, die Kosten für Speisen, Getränke und gegebenenfalls erforderliche Organisationen werden vom Kreis getragen. Das lässt sich schnell formulieren. Ich würde sagen, man sollte sich Gedanken machen in Absprache mit den jeweiligen Gemeinden, wo es stattfindet, weil es durchaus prosperierende Gemeinden gibt, die die Kreiszuschüsse nicht benötigen. Das wäre meine erste Anregung, darüber nachzudenken. Zweiter Punkt wäre der, Tage der offenen Tür können helfen, wenn die Einrichtungen schon bestehen. Ich gebe Ihnen ein positives Beispiel, wie es in meiner Heimatgemeinde in Baunatal gelaufen ist, bei der Einrichtung der Gemeinschaftsunterkunft Gaststätte Freitag. Da haben wir einen Tag der offenen Tür vor dem Einzug der Bewohner durchgeführt, um die Akzeptanz in der Bevölkerung, in der Nachbarschaft zu stärken. Und das hat wunderbar funktioniert. Herr Rosberg ist, glaube ich, nicht mehr unter uns heute. Ich habe ihn zumindest nicht mehr gesehen. Aber er war da. Habe ich das Falsches gesagt? Er ist nicht mehr unter uns, hier in diesem Hause, natürlich. Entschuldigung, Frau Gottschalk, ja, natürlich. Ja. Okay, also so tief würde ich nicht greifen in die Kiste. Also nochmal, Herr Rosberg war selber anwesend und es waren 200 Nachbarschaftsbewohnerinnen,
Bewohnerinnen aus Baunatal und umliegenden Gemeinden da und haben sich das angeschaut. Und das ist ein positives Zeichen, wie man sozusagen Integration, Kooperation zwischen Flüchtlingen und Bewohnerinnen unserer Städte und Gemeinden schafft. Und in diesem Sinne würde ich mir auch wünschen, dass der Tag der offenen Tür stattfindet. Also ich signalisiere Zustimmung zu dem FDP-Antrag und bedanke mich. Danke, das Wort hat Marcel Brückmann. Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, Herr Kohlweg, danke. Möchte ich Ihnen aus zwei Punkten sagen. Erstens, Sie haben mich gut daran erinnert, dass ich dringend einen Termin mit meinem Kardiologen machen muss. Denn das, was Sie eben gerade hier abgelassen haben, hat bei mir den Blutdruck derartig hochgerissen, dass ich echt gar nicht wusste, wer von uns beiden als erstes kotzt. Sie mit Ihrer Aussage, die absolut menschenfeindlich war, oder ich gleich als Reaktion. Das zweite Dank, was ich Ihnen entgegen sagen möchte, ist danke, dass Sie endlich Ihre Maske runternehmen. Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir denn mit der AfD im Landkreis Kassel umgehen. Ja? Und dachten uns, na gut, schauen wir sie uns mal an. Vielleicht sind sie ja wirklich tatsächlich nicht so wie diese Höckes und Paulis. Sie sagen ja immer, naja, das ist vielleicht auch in einem anderen Bundesland. Das waren wir gar nicht. Wir stehen gar nicht dahinter. Aber das haben Sie heute eben gerade ganz gut bewiesen, dass Sie sehr wohl hinter diesen Inhalten nicht hinter den Euroskeptikern stehen, sondern dass sie ganz klar hinter denjenigen stehen, die ich mal bei Ihnen in der Partei als fremdenfeindlich bezeichnen würde. Und mit Fremdenfeindlichen werden wir in den nächsten Jahren hier nicht zusammenarbeiten. Olli Uhlert hat es eben schon angesprochen und auch eben gerade die anderen Fraktionen, die bisher gesprochen haben, haben das auch gesagt. Und ich glaube, für die CDU kann ich es auch voraussetzen. Alle, die hier im Haus sind, die sagen, wenn es um Flüchtlingspolitik geht, versuchen wir das immer relativ konsensual hinzubekommen. Und für uns ist es total wichtig, Integration voranzubringen. Und das, was Sie da wollen, Sie wollen keine Integration, sondern Sie wollen spalten. Sie wollen die Leute, die da zu uns kommen, gar nicht erst bei uns aufnehmen, weil Sie sagen ja, ach, die sind ja vielleicht eh nur für eine gewisse Zeit da. Aber ich sage Ihnen, auch wenn die Leute, sei es denn, sie hätten einen Flüchtlingsstatus oder sie sind Asylsuchende und sie sind nur temporär hier. Jeder Mensch, der hier unter uns lebt, hat einen Anspruch auf Normalität und Normalität bedeutet Integration in die Gesellschaft und deshalb muss man auf diese Leute zugehen und sie auch tatsächlich integrieren. Da werden auch Sie in den nächsten 5 Jahren Verantwortung tragen. Und wenn Sie weiterhin so machen und einfach Parolen rausschmettern, und diese Leute einfach in eine Ecke stellen mit Frauenschändern, Leuten, die uns überrennen und die hier vielleicht uns noch andere Religionen, ich weiß nicht, was noch alles kommt, aufzwingen wollen. Naja, eben gerade. Oh, da werden Frauen geschändet und wir feiern auch noch Flüchtlinge. Ja, ich feiere jeden, der es überlebt hat, hierher zu kommen und der sein Leben gerade gerettet hat. Ja, wenn er irgendwann wieder zurückgehen möchte, dann ist das seine freie Wahl. Aber solange er hier ist, hat er ein Recht auf Integration, wenn er sich auch dementsprechend benimmt. Und das sprechen Sie allen von vornherein ab. Sie diskreditieren damit nicht nur die Flüchtlinge, sondern Sie diskreditieren damit auch sämtliche ehrenamtliche Arbeit, die von Deutschen erbracht wird und von allen anderen Bürgern auch in diesem Land. Sie stellen sie nämlich genauso mit den Leuten in eine Ecke, die denjenigen Vorschub leisten würden, die hierher kommen, unsere Frauen missbrauchen würden, um hierher zu kommen, Straftaten zu machen. So geht es nicht, liebe Kameradinnen. Kameradinnen kann ich mir sparen. Ja. Und ich sage Ihnen, wenn Sie hier schon das Wort Leistungsempfänger so negativ besetzen, jeder Leistungsempfänger, deutsch oder nicht, Flüchtling oder nicht, Asylsuchender oder nicht, hat ein Anrecht, Teil dieser Gesellschaft temporär oder nicht zu werden und dementsprechend auch gefördert zu werden. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Maske runtergenommen haben. Jetzt wissen wir, wo Sie stehen. Das Wort hat Frau Dr. Knoche. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch mal zum Schluss ein paar Worte sagen. Herr Uhlert, ich gebe Ihnen schon recht, es sollte wirklich wichtig sein, wenn es um das Thema Flüchtlinge geht, sachlich zu diskutieren.
Auch wenn es hier heute nach dem Redebeitrag des AfD-Vertreters sehr schwer fällt. Ich will dazu auch noch etwas sagen. Es war in der Tat, Herr Kohlweg, unglaublich entlarvend, was Sie hier gesagt haben. Und ich wusste schon sehr genau, was ich bei dem vorherigen Tagesordnungspunkt tat und was ich sagte. Es hat sich jetzt bewahrheitet. Sie schimpfen auf die Flüchtlinge als Minderheit, so haben Sie es bezeichnet. Vergessen Sie eigentlich, dass Sie selbst aus der Hugenottenstadt Bad Karlshafen kommen, eine Stadt, die jahrzehntelang in den vergangenen Jahrhunderten sich für die Minderheiten aus Frankreich eingesetzt hat. Haben Sie das völlig vergessen? Ich würde mich an Ihrer Stelle in Bad Karlshafen in Grund und Boden schämen, wenn das bekannt wird, was Sie hier heute gesagt haben. Sie haben sich damit für mich nicht nur diskreditiert, sondern auch selbst völlig disqualifiziert. Zum Thema zurück. Ich möchte diese Parallele zum Kreisseniorentag noch einmal aufgreifen. Der Vergleich mit dem Kreisseniorentag hinkt für uns deshalb nicht, weil wir die eine Gruppierung überhaupt nicht gegen die andere ausspielen wollen. Im Gegenteil, der Kreisseniorentag ist eine gute Einrichtung. Und dieselbe Idee haben wir bei den Flüchtlingen. Ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass wir das eine gegen das andere ausspielen. Herr Borsche, Sie haben unsere guten Absichten erkannt und Sie haben unsere Absichten als gute Absichten auch bezeichnet. Wir möchten diesen Antrag, den wir hier gestellt haben, nicht als Kritik an der wirklich guten Flüchtlingsarbeit hier im Kreistag gewertet wissen. Wir möchten einfach, das war eine Idee, es ist eine Idee, in der Tat in guter Absicht ein Forum schaffen, einmal im Jahr mit den Menschen zusammen zu feiern, die es in den letzten Monaten und Jahren verdammt schwer gehabt haben, nämlich hier überhaupt erstmal anzukommen und sich hier zu integrieren. Wir möchten einfach mit denen zwanglos feiern und wir möchten vor allen Dingen aber auch mit den vielen Unterstützern einmal feiern und die sollen sich ruhig auch einmal feiern lassen, meine Damen und Herren. Denn die leisten eine ganz hervorragende Arbeit. Deshalb ist unser Antrag hat unser Antrag eigentlich einen doppelten Schwerpunkt. Zum einen mit den Flüchtlingen zusammen feiern, aber auch die wirklich gute Arbeit der Unterstützerkreise kreisweit hervorzuheben. Vielleicht können Sie sich doch durchringen, unserem Antrag zuzustimmen. Ich danke Ihnen. So, vielen Dank, Herr Dr. Knoche. Das Wort hat jetzt Herr Hesse. Meine Damen und Herren, mein Name ist Günter Hesse, ich bin pensionierter Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre. Das ist eine unangenehme Wissenschaft, die lauter unangenehme Sachen erzählt. Und deswegen möchte ich nicht nur, wie das hier schon oft geschehen ist, den Ehrenamtlichen und Unterstützern herzlich danken, die sich hier einsetzen für die Menschen, sage ich, die zu uns kommen. Ob sie Flüchtlinge sind, ist die Frage. Wenn sie zum Beispiel aus der Türkei kommen, sind sie keine Flüchtlinge mehr im rechtlichen Sinne. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. Also herzlichen Dank an alle, die sich hier wirklich engagieren mit dem Problem, vor das wir gestellt worden sind, fertig werden, die das gut machen. Das haben wir auch gehört, dass der Landkreis das wirklich sehr gut macht. Jetzt das weniger Angenehme. In Kassel gibt es einen Universitätsprofessor, Holger Bonin, der im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, also politisch völlig unbedenklich, also eine Studie gemacht hat über den Beitrag von Ausländern und Zuwanderern zum deutschen Staatshaushalt. Die Bertelsmann Stiftung wollte mit dieser Studie die Zuwanderung zu einer schönen Geschichte machen, einem positiven Narrativ. Die Zahlen, die Herr Bonin ermittelt hat, auf der Basis eines sehr umfangreichen Modells, das ursprünglich vom IFO-Institut stammt, sind nicht schön. Und das steht auch in dem Gutachten. Ich habe es auch gelesen. Herr Bonin stellt zunächst mal fest, dass was übrigens die OECD auch festgestellt hat, die bisherige Zuwanderung nach Deutschland die schlechteste, also was die fiskalische Gesamtbilanz angeht,
die schlechteste Zuwanderung von allen OECD-Ländern war. Wenn, und damit spreche ich die Zukunft an, die ja hier auch mitgestaltet wird. Herr Bonin verspielt mehrere Szenarien durch. Ein Szenario betrifft eine jährliche Nettozuwanderung von 300.000 Personen mit den fiskalisch relevanten Merkmalen der bereits in Deutschland lebenden und hoffentlich integrierten Ausländer. Herr Professor Dr. Hesse, die Ausführungen sind sicherlich sehr interessant, aber Sie gehen jetzt schon so weit weg von dem Antrag. Ich würde Sie doch bitten, dann wieder zum Thema zurückzukommen. Ich komme zum Thema. Die Folge ist, dass das Staatsdefizit in Deutschland auf 234% unseres Bruttoinlandsproduktes steigt. 234%. In Zahlen des BIP von 2012 wären das 5,6 Billionen Euro. Damit bin ich beim Thema. Bitte bedenken Sie auch bei der bewundernswerten Bewältigung der Menschen, die zu uns, also der Hilfe für die Menschen, die zu uns kommen, die Signale, die nach außen gehen, die Frau Merkel ja auch geschickt hat mit ihren Selfies, die dazu beigetragen haben, dass diese Probleme bei uns entstehen. Auf Dauer werden wir höchstwahrscheinlich so viele Zuwanderer nicht verkraften können. Und bitte bedenken Sie das auch bei Ihrer bewundernswerten Willkommenskultur. Danke. So, dann hatte sich noch Herr Moses Mell gemeldet. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Michael Moses May. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, Ihre Kritik empfinde ich als ungerecht gegenüber der AfD, weil so wie Sie uns beschreiben, sind wir mit Sicherheit nicht. Was war was bitte? Also ist ja jetzt egal, mein Vorschlag ist, es gibt ja diesen Kreis Seniorennachmittag, und wir brauchen ja mit Sicherheit auch sehr viele freiwillige Helfer. Also könnten wir auch freiwillige Helfer aus den Flüchtlingsheimen versuchen zu bekommen. Und die könnten dann diesen älteren Menschen helfen, oben zum Sensenstein, die Logistik und solche Dinge mitmachen, ihnen helfen, weil die sind ja auch pflegebedürftig, diese Menschen. Und von daher fände ich das gut, besser als irgendwelche Veranstaltungen, die meiner Meinung nach nicht den Zweck erfüllen. Und meiner Meinung nach ist Rechts- und Linksextremismus keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Dankeschön. Gut, ich fasse Letzteres jetzt eher so als Meinungsäußerung mit den freiwilligen Helfern zum Seniorentag auf, nicht unbedingt als Antrag oder als Änderungsantrag. Okay. Gut, dann zu seiner Regie, bitte. Ja, ich hätte ja nicht gedacht, dass der erste Beitrag von der AfD noch zu toppen ist und wurde von Herrn Hesse eines Besseren belehrt. Die Aufnahme von Flüchtlingen ist auch kein Geschäftsmodell. Wir wollten ja kein Geld mit denen verdienen, sondern das sind Menschen in Not, die ihre Heimat bestimmt nicht freiwillig verlassen, um hier auf Hartz-IV-Ebene oder als Leistungsempfänger ihr Leben zu fristen. Das erstmal nur dazu. Dann zum Antrag allgemein, Frau Dr. Knoche. Im Sozialausschuss hatten wir uns ja sehr lange darüber unterhalten und da wurde halt eben auch gesagt, dass mit diesem Antrag ja auch ein Signal nach außen gesandt wird. Und so wie dieser Antrag gestellt ist, wurde halt eben auch gesagt, auch dieser Vergleich mit den Seniorennachmittagen, dass der nicht nur hinkt, sondern halt eben total falsch ist, weil das halt eben ganz unterschiedliche Intentionen sind. Und ich hätte mich gefreut, wenn Sie halt eben tatsächlich in sich gegangen wären und diesen Antrag entweder zurückgezogen oder aber mit der FDP in einen Austausch getreten wären und halt eben das dahingehend geändert hätten, dass man das halt eben komplett hätte mittragen können, weil so in der Form, wie er jetzt ist, können wir ihn nicht unterstützen.
Bei den Seniorennachmittagen ist es halt eben so, da trifft Lieschen Müller auf Käthe Meier und die tauschen sich halt eben bei Kaffee und Kuchen aus und erzählen über die vergangenen Jahre. Ein Kreisflüchtlingstag würde so halt eben nicht zur Integration beitragen. Da kommen ja wildfremde Menschen hier hin und die sollen halt eben in unsere Gesellschaft integriert werden und das kann man über so einen Tag nicht machen. Die Unterstützerkreise brauchen auch keine Belohnung, sondern wir haben es vom Herrn Ohlott und auch vom Herrn Borschel schon gehört. Für die ist halt eben die Freude der Flüchtlinge über die Hilfe, die sie kriegen, halt eben schon genug, sodass auch dieses nicht notwendig wäre. Und zu dem FDP-Antrag würde ich sagen, wenn man das halt eben dahingehend gestalten würde, dass dort, wo halt eben noch keine Tage der offenen Tür sind, dass man da dann halt eben irgendwie eine Begleitung oder eine Unterstützung in die Gemeinschaftsunterkünfte bringt, dass dort dann halt eben so etwas stattfindet, dann würde ich den auch komplett mittragen. Ich danke Ihnen. So, meine Damen und Herren, mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Frank Williges, okay. Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann diesem Antrag der Grünen, dem Ursprungsantrag, und sollte auch pragmatisch, sachlich und nüchtern gegenübertreten. Und dann kommt man sehr schnell zu dem Ergebnis, dass keine Notwendigkeit für ein solches zentrales Flüchtlingsfest besteht. Bin ich sehr nahe bei Herrn Ohlott, werde gleich auch noch etwas dazu ausführen. Lassen Sie mich, Herr Vorsitzender, aber auf etwas anderes hinweisen, auf eine Gefahr, die ich sehe. Da ändert sich schon klimatisch hier etwas im Haus. Und meine Damen und Herren, da ist es mit der Schuldzuweisung, sofern man die überhaupt vornehmen kann, nicht ganz so einfach, wenn man das naturwissenschaftliche Prinzip von Aktion und Reaktion heranzieht. Und da ist auch die Frage, inwieweit provoziert wird, um bestimmte Reaktionen zu erreichen, die man dann natürlich zu Recht kritisieren kann, erlaubt. Und wir werden die Akteure beiden Seiten des Spektrums sicherlich nicht dazu bringen, von diesem Tun abzulassen, wenn wir so darauf eingehen, wie das einige hier tun. Erlauben Sie eine Zwischenfrage? Gerne, Herr Dr. Knoche. Wenn es nicht auf die Redezeit angerechnet wird, weil Herr Dr. Knoche kann das schon ein bisschen länger dauern. Ja. Meinen Sie mit Ihren Ausführungen Aktion und Reaktion, dass die Fraktion der Linke beispielsweise künftig keine Anträge mehr zum Thema Flüchtlinge stellen soll? Meinen Sie das? Herr Dr. Knoche, das meine ich nicht. Ich meine, dass Sie durch Ihre Rede zur Frage, wer Schöffe werden soll und nicht, einen Konsens in diesem Haus verhindert haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wollte einfach nur mal auf diese Entwicklung, auf diese Fehlentwicklung hinweisen. Und deshalb sage ich, eine pragmatische, sachliche Herangehensweise an die Themen, die diskutiert werden, hilft uns da. Und ich bin nicht immer einig mit Herrn Ohlott, aber in diesem Falle kann ich das vollumfänglich unterstützen, was er gesagt hat. Und ich will an der Stelle auch noch mal sagen, damit es da keine Missverständnisse gibt, sowas muss man ja in Zeiten wie diesen bisweilen auch wiederholen. Wir haben als CDU-Fraktion aus Überzeugung und in den vergangenen Jahren die Flüchtlingspolitik des Landkreises, die Art und Weise, wie Flüchtlinge hier aufgenommen und untergebracht und betreut wurden, unterstützt und tun das auch noch jetzt. Und wir sind, ohne dass ich das jetzt hier einzeln benennen will, natürlich auch individuell dort, wo wir zu Hause sind, in dieser Flüchtlingsarbeit mit eingebunden. Meine Damen und Herren, wir brauchen kein zentrales Flüchtlingsfest und der Vergleich, das wurde schon zu Recht gesagt, mit dem Kreis Seniorentag hinkt. Das ist eine völlig andere Zielgruppe. Hier sind die Städte und Gemeinden auch finanziell mit in der Pflicht, um diese zentrale Veranstaltung zu ermöglichen. Und würden wir diesen Flüchtlingstag einführen, würden wir zu Recht Begehrlichkeiten bei vielen anderen Gruppen hervorrufen. Deshalb muss man schon aus grundsätzlichen Erwägungen sagen, dass geht so nicht und da besteht keine Notwendigkeit und auch der Vergleich mit dem Hessentag hinkt, als der seinerzeitige Ministerpräsident Zinn diesen Hessentag initiierte zu Beginn der 60er Jahre, ging es selbstverständlich auch darum, diejenigen zu integrieren, die ihr Land verlassen mussten, weil sie flüchten mussten und die kamen aus
Teilen Deutschlands, die flüchten mussten oder vertrieben wurden. Es ging aber auch um die Binnenintegration eines Landes, das es ja so nicht gegeben hatte, sondern das durch einen Befehl der amerikanischen Militärverwaltung entstanden war, aus ursprünglich historisch gewachsenen verschiedenen Landesteilen entstanden war. Von daher hinkt auch dieser Vergleich. Meine Damen und Herren, der Antrag der Linken ist abzulehnen. Der Antrag der FDP bedarf noch ein wenig mehr Betrachtung, weil da müssen die Ansprüche höher gelegt werden. Sie haben ja sicherlich noch in Erinnerung, dass Herr Sänger in der konstituierten Sitzung hier als ein Alleinstellungsmerkmal, was seine Partei besonders auch von der CDU unterscheidet, das hat er deutlich gemacht, die Qualität der Politik der FDP und die Qualität der Anträge. Von daher muss man sich das dann natürlich schon noch mal etwas genauer anschauen. Nun wollen wir ja nicht ganz so streng sein mit Herrn Sänger. Er war seinerzeit noch getragen von dieser Euphorie des Kommunalwahlergebnisses, als die SPD von sehr mickrig auf etwas weniger mickrig angehoben wurde, immer noch weit unter der 5%-Grenze, hat aber natürlich eine temporäre Wirkung auf das Selbstbewusstsein, die ihm zugestanden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn freie Demokraten schon so weit sind, dass sie bis zur Zutatenliste und Speisekarte eines Flüchtlingsfestes, mehrerer dezentraler Flüchtlingsfeste, hier festlegen wollen, wie Staat oder Kommune zu regeln hat, dann stimmt möglicherweise, Herr Sänger, irgendetwas nicht mehr mit der FDP. Die Kernbotschaft ist nicht mehr da. Man kann schon fast von einer Kernschmelze der Freien Demokraten im Landkreis Kassel sprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit will ich schließen. Wir Christdemokraten setzen auf das Subsidiaritätsprinzip. Die viele Feste, die im Landkreis Kassel hier stattfinden, die veranstaltet werden, sind gut geeignet, dass Flüchtlinge daran teilnehmen, besser geeignet als eigens für Flüchtlinge veranstaltete Feste, weil eine Integration ist doch auf dem Fest, das im Dorf sowieso gefeiert wird, besser möglich. Und lassen Sie mich vielleicht zur Integration noch mal eines sagen, weil bisweilen der Eindruck entsteht, als sei die große gesellschaftliche Aufgabe, alle diejenigen zu integrieren, die jetzt hierher gekommen sind, weil sie geflohen sind. Auch da, nüchtern und analytisch betrachtet, müssen wir feststellen, ein Teil derjenigen wird dieses Land wieder verlassen, wenn nach einem rechtsstaatlichen Verfahren entschieden ist, dass kein dauerhaftes Bleiberecht besteht. Und wenn der furchtbare Bürgerkrieg in Syrien, um bei diesem Beispiel zu bleiben, beendet ist, dann werden in Syrien die Menschen auch wieder gebraucht, um dieses Land wieder aufzubauen. Von daher sprechen wir über die Integration einiger, ohne Zweifel, aber wir sprechen über die temporäre Integration eines größten Teils derjenigen, die jetzt hier sind. Ich denke, auch das gehört zur Wahrheit mit dazu. Ich danke Ihnen. So, mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe dann die Aussprache, lasse zunächst über den Änderungsantrag der FDP-Fraktion und danach über den Ursprungsantrag der Fraktion Die Linke abstimmen. Sehe